Simon Bodemann, Gratulation. 3:2 gewinnt er nach Verlängerung heute gegen HC Davos. Was sagst du zu der Partie von heute? Ich glaube, alles in allem sehr verdient. Vor allem auch, was nachher in der OT gelaufen ist, haben wir viel, viel mehr Chancen gehabt als sie und darum verdient der Sieg für uns. Jetzt, heute war das Spiel ganz anders gewesen, im Vergleich zum 1:7 in Davos. Was war heute anders gewesen? Ja, wir haben uns vorgenommen, wieder sie viel früher unter Druck setzen, in ein Spiel schneller kaputt machen und so können sie nicht ihren Speed aufbauen. Und das ist uns, glaube ich, heute recht gut gelungen wieder. Jetzt habt ihr 3 Matchböcke für das nächste Spiel. Ist jetzt die Nervosität grösser langsam oder geht ihr da gleich ins Spiel wie jedes andere? Ich glaube, wir müssen genau gleich rein wie jedes andere. Morgen ein bisschen relax, reload wieder und nochmal ein paar Sachen anschauen und dann gehen wir wieder voll rein. Du hast heute auch noch das Goal geschossen, das 1:0. Wie hast du das erlebt? Ja, Unti fängt sie super ab in der Mitte, dann gehen wir 3:2, eben ganz schöner Pass auf mich und ich schiesse und Christine. Jetzt gleich nochmal schnell vielleicht Hand aufs Herz, du bist kurz vor dem Finale eingezogen nach dieser Saison, was geht in dir vor jetzt? Ja, Freude. Wir haben vor allem sehr, sehr viel Freude am Hockeyspielen, die haben wir wieder gefunden und ich glaube, das ist das Wichtigste, das müssen wir auch beibehalten. Also, merci für das Interview und gute Erholung und bis zum nächsten Spiel. Merci.